Den letzten beißen die Hunde. Diese Redewendung entstammt aus einer Beobachtung, als eine Hundemeute auf der Jagd die flüchtenden Tiere jagten. Das langsamste Tier wurde das Opfer der Verfolger. Diese Redewendung stammt aus dem Jahre 1605. Ich selber habe noch nie an einer Treibjagd teilgenommen. Es passt nicht zu meinen Empfindungen. Ob Tier oder Mensch, die, die am schwächsten sind, würde ich lieber beschützen. Aus Gottes Sicht gibt es immer Platz für Menschen, die nicht mithalten können. Die Schwachen im Auge haben passt zu Gottes Art der Liebe, die scheinbar konträr zu unserem Gerechtigkeitsempfinden steht. Jesus hat das einmal in einer Geschichte deutlich gemacht. Da suchte ein Arbeitgeber Mitarbeiter. Er macht mit ihnen einen festen Lohn aus und gibt am Ende dem, der zuletzt kam, den gleichen Lohn wie dem, der zuerst kam. Dabei weist Jesus auf die Güte des Vaters hin und sagt: Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass der Letzte der Erste sein wird und der Erste der Letzte sein wird. Bei so viel Güte können Sie sicher auch in dieser Nacht ruhig schlafen.